Wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Freunde, ich bin gerade in Malaga gelandet und werde jetzt vom Herrn Jauch abgeholt. Wir werden hier eine schöne, geile Woche verbringen und da wird er mir wahrscheinlich ein paar geile Spots zeigen und ja, mal gucken, was die Tage so bringen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Video. Und nicht vergessen, let's go. Guck mal, da steht der Schlawiner doch schon. Und mal hier in den reichen Vierteln rumhängen. Gibt's ja auch. Mein Haus, nur gemietet. Und du musst auch richtig abdrücken, ne? Ja. Richtig. Ich hab schon gehört. Ey, gibt nichts umsonst. 700 Euro am Tag. Im Leben wird nicht geschenkt. Ne? Im Garten eben. Müssen wir das auch noch hier hochzahlen? Sag mal. Ja, ich mach das. Ach Quatsch. Das ist aber schön. Service hier, hör mal. Junge, das sind 50-50 Grand. Schon. Wir sind ready. Rad gerade zusammengebaut, wie ihr gesehen habt. Muss zugeben, wir haben noch ein kleines Nickerchen gemacht, denn ich habe sehr wenig heute geschlummert. Jetzt fahren wir ein bisschen springen oder so. Wir sitzen ein bisschen aus wie in Las Vegas. Los Angeles. Richtig nice, glaube ich, Bruder. Das freut mich auch wirklich sehr. Wunderprächtig. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier an der Jumpline, sag ich mal, angekommen. Hier ist alles sehr verspielt und die Landung, die sind auch sehr kurz, also sehr Sniper. Also das ist hier richtig was zum Gym, ne? Geil, sieht aber gut aus. Testen wir doch. Let's go. Ja, ich bin bereit für mein erstes Mal. Schön! Gucken wir mal. Erster Run. Ah, hier ist das Ende. Schön! Einfach blind über alles rüber. Ja, ich habe ja Weitsicht. Du hast ein Vertrauen in dich. Ja, war super. Cool, ey. Schön verspielt alles, ne? Da kommt Daniel. Hui. Ja, das macht schon Spaß, ne? So, wir haben jetzt ein paar Runden hier geeiert. Jetzt Jasper springt nochmal mit dem Ständer. Mit dem Ständer in der Hose. So, wir gehen erstmal shoppen. Bis gleich, tschüss. So, Leute von heute. Wir sind zu Hause angekommen, wieder. Die Jungs drehen draußen. Kann leider nicht zeigen, was, weil ich weiß nicht, wann seine Sachen rauskommen. Aber die drehen ein richtig cooles Video. Und ich koche dafür heute. Ja, sieht ein bisschen chaotisch hier gerade aus, aber ich mache richtig leckere Essen. Ja, wie ihr wisst, koche ich sehr gerne. Ich habe mal eine Frage. Habt ihr Bock auf so ein Kochding, das es hier auf dem Kanal gibt? Oder nur Fahrrad-Content? Ich bin irgendwie so ein bisschen im Zwiespalt. Schreibt mal gerne in die Kommentare. Ich koche jetzt mal weiter und dann gibt es gleich erstmal Essen. Und ich glaube, dann ist der Tag auch für heute erstmal gelaufen. Jetzt hast du Pech gehabt. Du bist in meinem Blog. Ich würde gerne fragen, was du machst. Don't do this at your home. Wie das früher bei dir ist? Don't try this at home. Hier ist richtige this video Session. Video is made by professional Stunt Professional, Stunt Lackierer. Don't try this at home. Ich bin nur ein Schleimermeister, da kann ja jemand anders. Oh, ich bin doch nicht jeder Bauch. Hast du Dingens? Habt ihr das Essen gerade genossen? Alter, griechische Spezialitäten hier von Kostas hinter der Kamera. Richtig, richtig lecker. Abnormal. Das freut mich, wenn ich hier richtig. Ey, wenn es nicht mehr klappt, ne? Dann bist du einfach, also mit Mountainbiken, dann bist du einfach hier griechischer Koch. Ja, ich koche ja auch gerne. Aber jetzt bin ich ja die Woche hier. Jetzt werden wir uns Griechisch ernähren diese Woche. Griechisch, ich mag das. Schön, dass du da bist, Nico. Lieber alles daran. So, ich guck mal hier weiter zu. Ich gehe danach schlafen und wir sehen uns gleich nochmal. Wunderschönen guten Morgen, meine Lieben. Und willkommen zu einem neuen Tag hier auf meinem Kanal. Ich werde jetzt runtergehen und werden wir frühstücken. Gucken wir mal, was der Tag so bringt. Ich freue mich schon sehr auf den heutigen Tag. Was
am frühen Morgen. Leute, der Mann, der macht was für euch. Ja, und der Oreo, der guckt da richtig gespannt zu. Schön, ich habe mich jetzt ein bisschen fresh gemacht, wie ihr seht. Hier wurde auch schon der Tisch gedeckt, Leute. Das ist ein Träumchen. Das ist zwar noch früh in the morning, ne? Aber wir sind schon alle ready. Hier, die Prinzessin hat heute auch drin geschlafen. Hallo, Prinzessin. Wir werden gleich vielleicht mal losgehen und mal schauen, ob ich einen anderen Reifen bekomme. Weil ein Shorty für diese trockenen Strecken ist absolut 0% geil. Verständlich, glaube ich, für jeden, der weiß, wie dieser Shorty funktioniert. Wenn wir einen finden, finden wir einen. Wenn nicht, hab ich ja Pech gehabt. Ich habe mich dazu entschieden, jeden Morgen erstmal richtig geile Vitamine zu trinken. Passend zu meinem Pullover jeden Tag natürlich nur. Gefrühstückt, Mittag gegessen, erstmal ein bisschen meine Videos machen, zugeschaut. Jetzt bin ich mit dem Jan erstmal auf dem Weg zu einem Fahrradladen, weil er braucht für seinen Dirt einen neuen Schlauch und ich brauche auf jeden Fall einen neuen Reifen, weil der ist einfach, das ist Kacke mit dem. Das rutscht mir zu viel. Man kann damit fahren, muss ja auch nicht sein. Aber genießen wir heute einen wunderbaren Tag. Mann, ist halt schön. Das ist wunderbar. Ich war gerade bei einem Fahrradladen, oder wir waren gerade bei Fahrradläden. Und leider haben die keinen 27,5er Maxxis-Reifen da. Unheimlich viele 29er, auch in den verschiedensten Variationen. Aber leider keinen 27,5. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich einfach mit dem Shorty fahre. Muss dann halt auf Jumplines ein bisschen vorsichtiger fahren. Mein Gott, dann ist das jetzt so. Aber wir fahren ja auch mehr Trails, ne? So ist das jetzt. Selber schuld. Hätte ich mal einen Reifen mit eingepackt, dann hätte ich jetzt einen. Ich hab dran gedacht, ey. Naja. Ich bin nicht in Spanien, ich bin in Hollywood. So Leute, angekommen hier mit dem Jan. Der ist gerade ein Bananchen. Ist es Banane oder Bananchen? Auf Schweizerdeutsch ist Banane. Okay. Und ich, kurze Werbung. Trinken ist richtig schön wichtig, Freunde. Schon wieder voll geschlabbert. Jedes Mal, ey. So, jetzt rocken wir hier ein bisschen, ne? Let's go. So Leute, wir waren gerade Radfahren auf dieser Piste, wo wir auch gestern ganz, ganz kurz waren. Haben da ein paar Sachen abgefilmt, auch für die Jungs. Einfach schön, sehr eng, sehr verblockt. Macht sehr, sehr viel Spaß dort zu fahren. Ich muss zugeben, ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das 27,5er Rad vorne drin habe und keinen 29er. Ich genieße jetzt hier ein bisschen noch das Wetter. Die Jungs sind da ein bisschen nur am Arbeiten. Die arbeiten sehr viel hier, muss ich zugeben. Also die haben hier richtig Content raus. Da wird richtig geiles Zeug beim Jasperle auf dem Kanal rauskommen. Ja, ich gehe jetzt mir ein bisschen was hier am Supermarkt holen. Ich habe ein bisschen Bock auf Joghurt mit Walnüssen und Honig. Kennt ihr das? Griechische Gericht ist so lecker. Süß und gesund. Mal sehen, was heute Abend noch so ansteht. Wunderschönen guten Morgen, meine kleinen Shababs. Wie geht's euch? Habt ihr alle gut geschlafen? Okay, ihr guckt ja das Video. Das ist eine dumme Frage manchmal. Also wir haben jetzt gerade 6.30 Uhr. Ich mache mich jetzt fertig. Und dann fahren wir in einen Park, von dem ich den Namen noch immer nicht verstanden habe. So, ich nehme euch jetzt ein bisschen mit. Morgenroutine. Let's go.
Ja, natürlich. Wunderschönen guten Morgen an Bord von Jauchreisen. Ich habe gute Nachrichten. Sie haben es geschafft, rechtzeitig on board zu sein. Die frühe Abfahrtszeit um 7.30 Uhr ist dann für manche Leute doch ein bisschen zu früh. Aber ich habe eine gute Nachricht. Heute bestes Wetter in der Sierra Nevada gebucht. Und es erwartet Sie nicht nur Sonnenschein. Nein, es erwartet Sie auch beste Aussicht in den höchsten Bergen Spaniens. Die Reisezeit beträgt ca. 1 Stunde 25. Wir werden dort an einem Shuttleplatz erwartet, um dort den Geländeradsport mit möglichst wenig ATP-Verbrennung voranzutreiben. Bitte schneiden Sie sich an. Es wird ein wilder Ritt. Alles Gute, auch auf dem Rad. Hier. Wir sind jetzt hier angekommen in den Bergen, Leute. Ich muss zugeben, hier ist ein bisschen kühler als unten, aber es ist auch wunderbar. So Leute, jetzt kommt zum ersten Mal mein neuer Brustpanzer hier in zum Anziehen. Ich weiß, Leute, sowas trägt niemand gerne, aber man sollte es auf jeden Fall tragen. Niemand möchte es sozusagen benutzen, aber man sollte es auf jeden Fall tragen. Ist auf jeden Fall besser. Für so krasse Situationen auf jeden Fall. Und guck mal, wie super das sitzt. Schulter, Rücken ist richtig prostituiert und hier auch prostituiert, protektiert, ihr wisst, was ich meine. T-Shirt drüber, jetzt machen wir hier für La Fenassosa Bike Park Werbung. Jetzt bin ich mal auf den Shuttle gespannt, ob der ist wie in Fenassosa, man weiß es nicht. So sieht das aus, Leute, wenn man professionell arbeitet mit so einem Luftdruckmesser. Was mache ich? Super, das hält. Wir sind jetzt hier am Stüssel. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Nur nicht so Angst aufgeregt, sondern ein bisschen aufgeregt halt einfach nur. Weil ich, also wir wissen alle nicht, wo es hingeht. Keiner. Es wird eine Surprise. Wird gut. Jan hat hier die dicken Geschütze aufgefahren. Ja, gucken wir mal, was das wird. Ich hoffe, da sind ein paar Sprünge drin. So Trails sind ja cool, aber... Sprenge immer mehr. Mal gucken. Was? Okay. Können Sie den Vollmeter hinter machen? Agua primero. 1 Stunde 25. Und wer hier war? Stevie. Giraffe. Stefan Schneider. Giraffe. Nehme ich jetzt mit auf die GoPro. Reicht jetzt. Let's go. Wir fahren jetzt erstmal zu dem ersten Trail noch hin. Ja, mal gucken, was hier so abgeht. Flugzeug. Leute, guck mal hier, was ich hier gerade entdeckt habe. Suzuki Vitara. Genau die gleichen Reifen, wie ich drauf habe. Nur meine sind nicht ganz so abgefahren und ein bisschen fetter noch. Die erste Abfahrt, Leute, war richtig geil. Hat richtig Spaß gemacht. Natürlich nicht so schnell wie erhofft, aber war richtig rough. Loses Steinwerk. Macht richtig Spaß. Muss vielleicht ein bisschen Luft noch vorne rauslassen. Habe ich gerade schon. Ah, jetzt geht's, glaube ich. Vielleicht hinten noch ein bisschen. Mal gucken. Freue mich auf den zweiten Trail. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die ganze Zeit den gleichen fahren. Weil in Spanien ist es nicht so, dass man immer gleiche Trail fährt. So, erstmal jetzt hier auf den Shuttle. Und dann geht es auch weiter. So, Freunde. Ich weiß, ihr würdet jetzt gerne noch die nächsten Runden schauen. Aber das wird den Rahmen des Videos sprengen. Das wäre einfach viel zu lang für einen so einen geilen Vlog. Ja, Freunde. Was soll ich euch sagen?
ersten Runden, ersten Eindrücke von Malaga. Es ist ultra schön da. Es macht sehr, sehr, sehr viel Spaß, dort zu fahren. Ich muss sagen, wer Bock auf viel Airtime hat, der hat da auf jeden Fall nichts verloren. Muss ich einfach ganz klipp und klar hier mal sagen. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gehabt. Bis jetzt. Im nächsten Video kommen richtig, richtig krasse Trails. 2, 3 Stürze, die nicht so angenehm waren. Und natürlich sehr, sehr viel Essen und richtig krasse Views. In dem Sinne, um das nächste Video nicht zu verpassen, einmal gerne ein Abo hier auf dem Kanal lassen und einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht und bis zum nächsten Video. Euer Nakidai. Tschüss.